Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch den Bundesliga-Adventskalender von Ravensburger. Alle weiteren Informationen zu diesem Kalender und dem Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Kalender, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Jawohl, passend zur Weihnachtszeit mit etwas Verspätung stelle ich euch einen Adventskalender vor, den Bundesliga-Adventskalender von Ravensburg, in diesem Fall mit 3D-Puzzles. Wir haben hier einen Adventskalender von der Marke Ravensburger zum Thema Fußball. Ja, wer mich kennt, der weiß, dass ich einiges für Fußball übrig habe. Und auch wenn ich in Wien in Österreich lebe, stelle ich euch den der deutschen Bundesliga vor. Meines Wissens, also ich habe gesucht, konnte ich keinen Adventskalender, keinen vergleichbaren Adventskalender zur österreichischen Bundesliga finden. Und wir haben bei uns ja auch in Österreich nur 12 Mannschaften. Und hier in der deutschen Bundesliga haben wir ja 18, also ist der generell, glaube ich, etwas vielversprechender. So, wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns im Detail ansehen. Also der Kalender an sich, der Karton, die Schachtel, die ist auf jeden Fall schon recht groß. So, jetzt haben wir die Folie erledigt. Und dann schauen wir uns das mal an. Also, oben lesen wir 3D-Puzzle, Adventskalender mit Bundesliga-Stecktabelle. Es ist die aktuelle Saison, also Saison 2020-2021. Oben rechts gibt es noch das Logo der Bundesliga. Hier lesen wir noch offizielles Lizenzprodukt. Dann hier stabil ohne Klebstoff. Also wir brauchen für diese 3D-Puzzles keinen Kleber oder irgendwas. Das hält auch so. 5 cm Durchmesser, wenn ich das hier richtig deute. Inklusive Bundesliga-Tabelle. So, und dann haben wir hier die einzelnen Puzzleballs zu jedem einzelnen Verein. Also schauen wir mal, ob ich als Wiener die deutsche Bundesliga hier so richtig ansagen kann. Also wir haben, glaube ich, hier ganz oben einmal den FC Augsburg, dann Hertha BSC, FC Union, Arminia Bielefeld, Werder Bremen, Dortmund, Eintracht Frankfurt, das ist, glaube ich, Freiburg, Hoffenheim, Köln, Leipzig, Leverkusen, Mainz 05, Borussia Mönchengladbach, Bayern München, Schalke 04, VfB Stuttgart und Werder Bremen. Nein, Wolfsburg. Bremen hatten wir da oben. Klar, Wolfsburg. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt niemandem hier irgendwie seinen Verein schlecht gemacht oder irgendwie ein Logo falsch gedeutet. Ich glaube, die sind alle richtig. So, Ravensburger Logo. Hier unten auch nochmal, alle im Detail abgebildet. So sieht das aus. Auf der rechten Seite lesen wir, das Ganze ist von 6 bis 99 Jahren. Hier auch nochmal beschriftet. Und auf der Rückseite sehen wir, wie das dann im Detail aussieht. Also wir haben hier die ersten 18 Kästchen. Die sind hier jeweils mit den einzelnen Puzzleballs gefüllt, so wie es hier aussieht zumindest. Aber nachdem das ja nur 18 Felder oder 18 Kästchen sind von 24, bedeutet das ja, dass 6 übrig bleiben. So, und hier unten lesen wir es. Der 3D-Puzzle-Adventskalender liefert nicht nur die passenden Puzzlebälle mit den 18 Club-Logos der aktuellen Bundesliga-Saison 2020-2021, sondern auch noch 6 weitere Überraschungen rund um das Thema Fußball. Der Clou, nach Weihnachten wird der Adventskalender zur Bundesliga-Tabelle. Ja, genau, das sehen wir auch schon hier. Also man kann dann je nach Tabellenpositionierung nach Tabellenplatz die entsprechenden Puzzleballs hier einordnen. Dann hier auch nochmal im Detail. Also die zusätzlichen Inhalte sehen wir hier so ein bisschen aus wie, das dürfte wohl Memory sein. Dann haben wir noch einen Stickerbogen und ein weiteres Puzzle, ein flaches Puzzle, kein 3D-Puzzle. Ja, gut, dann würde ich sagen, wir schauen mal rein. 561 Teile erwarten uns hier. Und hier lesen wir auch noch der Inhalt. 18 Puzzlebälle, ah genau, hier steht es genau, 27 Teile pro Ball, 2 Memories A12 Karten, 1 Stickerbogen, 2 Bundesliga Quiz A12 Karten und 1 Puzzle Derby Star 26 Teile. Gut, dann starten wir das Ganze. Das hier ist so ein Pappschuber, den können wir hier abziehen. Wunderbar. Dann kommt hier der eigentliche Adventskalender zum Vorschein. Der sieht so aus, also der ist nicht mehr ganz so farbenfroh, der ist hier so in dunkelgrau, rot und weiß. Klappert auch schon kräftig. Und da würde ich sagen, machen wir einfach mal alle Türchen auf und schauen, was sich hier drin befindet. So,
Platz Nummer 1. Hier haben wir den ersten Puzzle Ball. Die kommen hier separat verpackt in so einer Ravensburger gebrandeten Folie. Der ist recht grün, also ich gehe mal davon aus, Wolfsburg oder Bremen. So, Nummer 2. Ah, ich bin jetzt natürlich auch falsch. Ich habe jetzt nach Platz 1 geöffnet, nicht nach Türchen. Die Türchen war jetzt hier mit Nummer 3 beschriftet. Naja, egal. Wir gehen jetzt hier einfach der Reihe nach durch und schauen hier weiter. So, was haben wir hier? So geht's weiter. Also das sind hier dann alles die einzelnen Puzzle Balls. Die haben ja auch schon die Form hier. Also jedes Türchen mit dieser Form beinhaltet natürlich auch einen Puzzle Ball. Gar nicht so einfach. So, haben wir jetzt. Dann geht's hier weiter. Platz 7. Platz 8. Die sind, glaube ich, einfach zufällig gefüllt, weil Wolfsburg oder Bremen waren ja meines Wissens nicht auf Platz 1. Also das ist einfach hier komplett dem Zufall überlassen. Oh, hier haben wir sogar noch was dabei, wie ich gerade sehe. Also hier scheinbar zum ersten Mal auch eine Anleitung mit dabei. So, die weiteren Türchen. Wir machen hier alles auf. So, das ist wohl eindeutig FC Bayern München. So, und die letzten drei Puzzle Balls. Platz 16. Platz 17. Und 18. So, jetzt haben wir alle. Und jetzt haben wir eben zusätzlich noch 6 weitere Felder. Also 18 Puzzle Balls haben wir schon. Und jetzt haben wir hier noch 6 Türchen. Die sind so rechteckig. Und zwar gibt es hier einmal, das sieht nach Memory aus, Memory-Kärtchen. Dann unter Tür 19 ist hier ein, was haben wir hier? Ah, das ist, glaube ich, ein Stickerbogen. So sieht er aus. So, weiter geht's. Oh, das ist sogar hier so besonders lang, das Türchen. Okay, hier ist auch wieder ein Memory, warum auch immer man das so lang gemacht hat. Aber ja, das 24. Türchen ist ja meistens so das größte. Nummer 14 ist dafür etwas kleiner. Hier sind auch wieder Memory-Kärtchen. Nummer 23. Das ist dann das Puzzle, das flache Puzzle, das Derby-Star-Puzzle. Und Nummer 10 haben wir hier dann auch wieder ein Memory. Gut, somit haben wir jetzt den kompletten Adventskalender einmal geleert. Machen wir mal zur Seite. Und dann haben wir hier, wie gesagt, 18 Puzzle Balls zu jedem einzelnen Bundesliga-Verein jeweils eben einen. Dann haben wir hier auch noch so eine kurze Anleitung, wie das Ganze hier funktioniert. Also man muss das Ganze nicht so von der Logo-Seite, von der Außenseite machen, sondern man hat hier eben auch innen jeweils diese Puzzle Balls beschriftet oder durchnummeriert, damit man das Ganze auch hier etwas einfacher zusammensetzen kann, wenn man möchte. Und zusätzlich zu diesen 18 Puzzle Balls gibt es eben 6 weitere Inhalte, die hier mit dabei sind. Unter anderem haben wir hier eben Memory. Schauen wir uns auch mal an. Ah, genau. 2 davon sind Memory, 2 davon sind Quiz. Okay, also das ist hier Memory. Die schauen wir uns einmal an. So, also wir haben hier einmal die Schale. Dann einmal hier eine Eckfahne. Das sieht so ein bisschen so nach Taktik aus. Also hier so Steinchen am Mittelkreis. Dann haben wir hier einmal so den Kreis, also die Spielfeldmitte vor dem Spiel. Dann hier einmal den Rasen, einmal Torlinie,
samt Stange. Einmal der Fußball Derby Star hier. Dann einmal hier, das ist wahrscheinlich das Logo der Bundesliga in Nahaufnahme. Dann hier so vom Training, diese Hütchen. Dann Sitzplätze und dann hier die Stufen einer Tribüne. Also das ist dann zusätzlich noch so ein Memory-Set mit insgesamt 24 Motiven, also 12 Pärchen. Und da kann man dann Memory spielen. Das ist auch mit dabei. Und zusätzlich dazu haben wir dann eben noch diese Sticker hier. So einen kleinen Stickerbogen. Hier sind insgesamt 8 Motive mit dabei, alle hier auch rund ums Thema Fußball. Kann man sich dann natürlich aufkleben. Und zusätzlich gibt es dann auch noch hier diese 12 plus 12, also auch wieder 24 Quizkärtchen. So, wir nehmen jetzt einfach mal eine. So, was lesen wir hier? Aus wie vielen Metern erzielte... Was lesen wir hier? Moritz Stoppelkamp für den SC Paderborn 07 das Bundesligator aus der größten Entfernung. A 60 Meter, B 83 Meter, C 76 Meter. Okay, das kann man dann hier eben entsprechend beantworten. Und wenn ich jetzt richtig verstehe, dann steht hier unten eben das B. Also wäre in diesem Fall Antwort B, 83 Meter, die richtige. Ja, da kann man dann gegenseitig das Wissen testen oder natürlich sich selber. 12 Karten plus 12 weitere, also insgesamt 24 Quizkarten sind hier noch dabei. Gut, dann werden wir das Video kurz an dieser Stelle mal unterbrechen und dann baue ich euch diese 18 Puzzle Balls mal schnell zusammen, so wie auch dieses flache Puzzle hier, und zeige euch das Ganze dann noch, wie das zusammengebaut dann aussieht. Und so sieht das Ganze dann aus, wenn man wirklich alle hier zusammengebaut hat von diesen 18 Puzzle Balls. Also ich habe die jetzt mal der aktuellen Tabellensituation nach eingereiht und jeder dieser Balls besteht aus 27 Bällen. Wenn wir uns das jetzt hier einmal im Detail ansehen, dann sieht das so aus. Also wir haben natürlich das Logo des jeweiligen Vereins und das ist hier beidseitig drauf. Und ansonsten ist der Ball entsprechend in den Vereinsfarben gehalten. Ja, 18 Stück, das alles in diesem wunderbaren Kalender. Zusätzlich gibt es eben noch dieses Memory Set hier mit insgesamt 12 Pärchen. Die sind hier noch mit dabei, sowie diese Quizkarten. Das sind dann insgesamt 24. Und das flache Puzzle hier. Der Derby Star, das kreisrunde Puzzle, das ist hier dann auch noch mit dabei. Jawohl, also das alles in diesem wunderbaren Adventskalender, Bundesliga Adventskalender von Ravensburger. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von diesem Adventskalender? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr das Ganze feiert, falls ihr Ravensburger unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.